Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Surviving the Aftermath. Ein Spiel nach einem Atomkrieg. Wir sind eine kleine Gruppe, die versucht zu überleben. Wir bauen uns eine kleine Stadt auf. Ich habe das Ganze schon mal angespielt, bin aber kläglich gescheitert. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich habe mich erstmal streng nur ans Tutorial gehalten. Und das Problem beim Tutorial ist ganz einfach, einem werden langsam die Schritte gezeigt. Einem wird aber nicht gezeigt, dass man im Grunde viel schneller für Nahrung sorgen muss. Und dass man im Grunde zusehen muss, nicht zu schnell zu expandieren, weil sonst geht einem die Nahrung aus. Und es gibt Naturkatastrophen, es gibt Verseuchung, es gibt also Krankheiten. Und man muss sich im Grunde um alles kümmern. Nicht von wegen wie bei anderen Aufbausimulationen, dass man sagt, so, ich setze jetzt das dahin und dahin und alles ist gut und alles funktioniert von alleine. Nee, ich muss auch zusehen, dass die Leute dafür da sind. Ich muss zusehen, dass für die einzelnen Leute auch genug Ressourcen da sind, dass auch Werkzeuge da sind, denn ohne die können sie nicht arbeiten und so weiter. Ja, wir fangen einfach mal an. Tutorial möchte ich jetzt nicht. So. Wir fangen auch hier mit dem Einfachsten an. So, damit wir genug Startressourcen haben. So, womit fangen wir denn an? Hier so eine schöne Piratenflagge. Sieht doch schon mal gut aus. Und weiter. Koloniename. Ja, wenn ich schon sage Piratenflagge, dann ist das Pirates Town. Für eine bessere Zukunft. Finde ich schon mal nicht schlecht, aber ja, das nehmen wir. Gut, und es geht los. Jetzt wird erstmal geladen. Wir haben also in einem Bunker überlebt. Dieser Bunker steht auch noch. Ist aber nahezu zerstört. Wir haben da aber ein paar Ressourcen noch drin, deswegen macht es Sinn, diesen Bunker noch zu behalten. Ja, die Fehler, die ich am Anfang gemacht habe oder beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, jetzt gemacht habe, waren, ich habe keine Straßen gebaut. Straßen sollte man bauen, weil auf Straßen wird ganz einfach. Kann ich das hier eigentlich wegmachen hier? Nee, kann ich nicht. Okay. Also bauen wir erstmal eine Straße. Und zwar hier eine durch. Und hier eine durch. So, wir müssen für unsere 12 Kolonisten, die nichts haben, wo sie so Unterschlupf haben, außer diesem komischen Bunker halt, für die müssen wir erstmal ein paar Gebäude bauen. Am besten hier diese Notunterkünfte. Ich weiß immer noch nicht, wie man das dreht.
Das wäre doof, wenn ich das jetzt nicht gedreht kriege. Optionen. Einstellungen. Die Tastenbelegung. Schwenken, schwenken, links schwenken, rechts schwenken. Q und E. So, versuchen wir nochmal. Notunterkunft. Nee, ich drehe nur die Karte. Oh, wenn ich die rechte Maustaste benutze, dreht er sich weg. Ich muss das doch irgendwie drehen können. Ach, mit R geht das. Okay, gefunden. So, einmal. Zweimal. So, wir haben einen Brunnen, der ist zu wenig, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, das ist auch eines der ersten Sachen im Tutorial. Man sollte die Bereiche nicht zu stark überschneiden lassen, sonst... So, dann nehmen wir natürlich gleich wieder die Straße. So, nochmal. Das. Bis zu diesem Dingen hin. So, den Weg bauen. Ich möchte nicht zu sehr hin und her springen. Und jetzt aber. Gut. Dann brauchen wir, das ist ein Lebensmittellager, der sammelt. So, schön großer Bereich. So, und das ist eine Lagerhalle. Dann nehmen wir erstmal das hier weg, was so dicht an der Stadt ist. Und da brauchen wir dann auch eine zweite von, damit wir dann zwei verschiedene Ressourcen gleichzeitig abbauen können, so wie wir es gerade brauchen. So, das ist das. Da haben wir noch ein bisschen was drin. So, das
kommt hier direkt vor den Brunnen. Das ist dieser Schürfzug. Wir müssen darauf achten, hier oben sieht man die Kolonisten. Einmal die insgesamt und die, die frei sind und als Träger arbeiten können. Ja, und Träger brauchen wir hierfür, aber hierfür brauchen wir dann fest angestellte Leute. Und da haben wir das Problem, wenn wir zu wenig Träger haben, also wenn zu viele Leute an irgendwelche Gebäude gebunden sind, dann kommen wir irgendwo nicht weiter. Weil dann nichts mehr bewegt wird. Dann wird nichts mehr gebaut und so weiter. Also wir müssen immer freie Leute haben. Wir müssen aber zusehen, dass wir nicht zu viele Leute kriegen, weil die müssten wir dann ja auch ernähren. Ja, dann hier wird mittlerweile jetzt schön gebaut. So, das ist der Schürfzug. Und wir brauchen auch noch einen Recycler. Den setzen wir mal hierher. Ah, der ist fast fertig. 71 Nahrung haben wir noch. Wir produzieren im Augenblick aber keine, sondern wir sammeln halt hier nur so ein bisschen. Schürfzug ist fertig. Arbeitszone verlegen, genau. Oder haben wir hier noch irgendwo was? Wir haben hier direkt das... Ja, das sollten wir erstmal nehmen. Damit wir das wegkriegen und uns nach dahin weiter ausbreiten können. So, dann brauchen wir ein Sägewerk. Das fällt Bäume. Der Recycler ist fertig. Das haben wir hier. Ja, wir nehmen erstmal nur das. Gut. So, da. So. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen müssen. Ein Lagerhaus. Hier lassen wir... Ja, das können wir da oben hin gut hinsetzen. Das können wir da direkt dran setzen. Und setzen dann den Weg...
hier durch. Weil das Ding wird irgendwann abgerissen hier. Im Augenblick ist da noch einiges an Material drin. So, das ist eine Lagerhalde. Ups, fortsetzen, sorry. Eine Lagerhalde, genau. Da setzen wir nämlich noch direkt eine daneben. Ja, die setzen wir hierher. Die sammelt hier. Und dann können wir mit einer können wir Holz sammeln, mit der anderen sammeln wir Stein. Also hier Zementruine, ne? Diese ganzen Steine, was hier ist. Das muss ja alles gesammelt werden. Und vor allen Dingen können wir hier in dem Bereich dann erstmal schnell was abgrasen. Das mal so und das machen wir so. So, und hier ist Nuklearabfall, den müssen wir irgendwann zusehen, dass wir den wegkriegen. So, das wollen wir erstmal alles roden, auch hier rum. Und wir bauen aber gleich einen Förster. Da ist der Förster. Aus dem einfachen Grund, damit wir dann auch wieder eine Ecke haben, wo wir was aufforsten können. So, und der kriegt natürlich auch gleich wieder Straßen. So. Das Lagerhaus ist fertig. Sehr schön. So, jetzt haben wir zwei Brunnen. Das wird wahrscheinlich über kurz oder lang sehr wenig werden. Wir brauchen mehr Wasser. Da noch einen Brunnen hin und das Ganze dann noch ein bisschen verbessern. Ein Wasserturm. Der hat eine Kapazität von 600 Wasser, weil im Augenblick können wir nur das speichern, was im Brunnen ist. Können aber nicht schöpfen und irgendwo anders. Wir kriegen hier ständig eine Meldung. Was für eine ist das? So, dadurch, dass wir jetzt hier ist Plastik, das räumen wir ja wohl hoffentlich schon, ne? Ja, genau. Das und das. Das war hier in der Innenstadt erstmal den ganzen Kram. Denn das ist ja Müll und den Müll wollen wir natürlich nicht in der Stadt haben.
Autsch! Ein Meteorit. Wieso trifft der genau den Brunnen? So, dieser Bereich hier, da wächst nichts. Wenn wir Felder machen und so weiter, sollten wir das hier oben machen. Ein Fallensteller. Ja, da sollten wir jetzt erstmal beigehen und einen Weg nach da oben bauen. So. Der Fallensteller kommt dahin. Fünf Träger haben wir nur. Hä? Nein, dich wollte ich doch gar nicht. Jo. Sehr gut. Okay, der ist wieder repariert. Der hier ist fertig, aber das noch nicht. So, wie sieht denn das aus? Kriegen wir... Nein, hier kriegen wir keine Straße durch. Dann bauen wir hier eine Straße. So. Und so, damit die ja auch laufen können. So, und dann brauchen wir Felder. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, dann gucken wir mal, welcher von welchen. Der geht dahin. Das heißt, den ändern wir mal. In. Dahin, dass wir die Bretter da wegkriegen. Dann bauen wir dann ein viertes Zelt, Zelt, jawohl, Feld hin. Und, ja.
Hier gibt es Zementruine, da oben eine kleine Zementruine. Ja, was fehlt, ist Holz. So, hier sagen wir Mais soll hier angebaut werden. Und hier sagen wir, Kartoffeln sollen angebaut werden. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.